Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die parlamentarische Beratung und Entscheidung über den Mauerparkbebauungsplan heute hier ist eine Farce. Es gab in den weniger als 3 Wochen kaum ausreichend Zeit, sich mit den sehr umfangreichen Planungsunterlagen vertieft zu befassen. Die von uns in den Ausschüssen gestellten Fragen wurden unzureichend bis gar nicht beantwortet. Diskussionen zu den Inhalten der Planung oder zu den städtebaulichen Verträgen, Fehlanzeige. Allein das ist schon eine inakzeptable Beschneidung unserer Abgeordnetenrechte und ein schwerer Verfahrensmangel. Und warum diese hektische Eile? Weil der Groth-Gruppe vertraglich zugesagt wurde, das Verfahren bis zum 30. November abgeschlossen zu haben. Und weil man sich die Debatte um diesen fragwürdigen B-Plan und die komplett unterlassene Abwägung der Einwendungen aus der Beteiligung der Träger der öffentlichen Belange und aus der öffentlichen Auslegung sparen wollte. Meine Damen und Herren, das gesamte Planungsverfahren ist im Grunde eine Farce, weil das Ergebnis seit Jahren feststand. Und Herr Brauner, da kann ich Ihnen mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. An dem Bebauungsplan wird nicht seit 20 Jahren gearbeitet. Das wird jetzt seit knapp 3 Jahren getan. Und alles andere, nämlich all das, was Eingang gefunden hat in den Bebauungsplan, in die planerischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wurde vorher in einem Vertrag mit Herrn Groth und seinem Vorgänger der CA Immo über den Mauerpark vereinbart. Groth war verbindlich vertraglich zugesagt worden, wie viel er da bauen darf. Der Senat hat sogar Ausgleichszahlungen für jeden Quadratmeter in Aussicht gestellt, der weniger verwertbar ist als die vereinbarte Nutzfläche in dem Vertrag, als Renditeausgleich. Der Senat räumt in seiner Planbegründung selbst ein, dass vertragliche Lösungen hinsichtlich Klima, Lärmschutz und Nachbarschaftsbelastungen nicht möglich waren, weil das die angestrebte bauliche Auslastung eingeschränkt hätte. Und damit, meine Damen und Herren, haben Sie gleich 2 wesentliche Planungsgrundsätze verletzt. Erstens das Entwicklungsgebot. Dieser Plan widerspricht dem Flächennutzungsplan. Das ist ein gravierender Rechtsverstoß. Das entsprechende Gutachten können Sie sich bei meiner Fraktion abholen. Im Flächennutzungsplan ist das Grün- und Erholungsfläche, meine Damen und Herren. Zweitens das Kopplungsverbot. Das Ergebnis des Verfahrens war nicht nur hinsichtlich der generellen Planungsziele, sondern auch des Maßes und der Art der Nutzung durch Verträge mit Groth längst festgelegt. Also Sie hätten den B-Plan auch viel schneller erarbeiten können, weil es stand ja alles schon in den Verträgen und abgewogen werden musste nicht mehr. Sowohl bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, wo nebenbei ein ganz anderer B-Plan Grundlage der Auslegung war, als auch bei der Auslegung zu Beginn des Jahres 2015, war die Beteiligung so groß wie noch nie bei einem solchen Verfahren in Berlin. Und was macht der Senat? Alle, wirklich alle Einwendungen und Anregungen sind zu 100% in der Tonne gelandet. Ich finde das unfassbar. Die Verwertungsinteressen von Groth sind ihm das Wichtigste. Dafür wird dann auch mal ein bereits eingereichtes Bürgerbegehren ausgehebelt und Einwendungen und Bedenken werden kurzerhand weggewogen. Der Sinn des Bebauungsplans ist, einen Interessensausgleich zu schaffen zwischen privaten und Gemeinwohlinteressen. Diesen Zweck kann ein B-Plan natürlich nur erfüllen, wenn noch irgendwas abgewogen wird. Und nicht, wenn man einfach nur das, was man vorher Herrn Groth in einem privatrechtlichen Vertrag zugesagt hat, 1:1 in den Bebauungsplan einspeist. Das ist keine planerische Abwägung, die im Baurecht gefordert ist. Und dann die Einwände in der Sache, wo mit vielen Mythen hantiert wird. Wir haben ja eben das zweifelhafte Vergnügen gehabt, von der Kollegin aus der SPD-Fraktion, deren Name, entschuldigen Sie, mir gerade nicht einfällt, wieder dieselben Mythen gehört zu haben. Genau. Berlin braucht Wohnungen. Abgesehen davon, dass die Baudichte und Gründefizit im dortigen Quartier überdurchschnittlich sind. Die geplanten Luxuswohnungen sind nichts als die Befriedigung kaufkräftiger Nachfrage auf dem Markt. Und das Einzige, was passiert ist, sie erhöhen den Aufwertungsdruck auf das Brunnenviertel. Diese Wohnanlage wird keinen Beitrag zur Verringerung des sozialen Wohnungsproblems leisten. Zweitens, Berlin hat kein Geld. Das stimmt. Gerade deswegen ist das für mich so unverständlich. Die Grundsätze der angemessenen Beteiligung des Vorhabenträgers an den Kosten der durch die Entwicklung entstehenden neuen Bedarfe an sozialer und kultureller Infrastruktur, an notwendigen Erschließungsaufwänden der technischen und verkehrlichen Infrastruktur werden hier grob missachtet. Über die normale Beteiligung in Höhe der üblichen Erschließungsbeiträge muss Groth keinen einzigen Cent leisten. Schon die Kosten für den erforderlichen Umbau der Gleimstraße trägt das Land Berlin komplett allein.
Ebenso darf Groth Teile der denkmalgeschützten Anlage Gleimtunnel demolieren, ohne sich mit einem Cent an dessen erforderlicher Sanierung zu beteiligen. Die Grünzugplanung des Landes wird geopfert, eine Verschlechterung des Stadtklimas, eine unverträgliche Bebauungsdichte, die fast vollständige Versiegelung, eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange der Bodennutzung und öffentlicher Infrastruktur, ein fahrlässiger Umgang mit einer erheblichen und teilweise ungelösten Lärmbelastung von Wohngebäuden, der Abriss von Teilen des Denkmals Gleimtunnel, eine mangelhafte und gefährliche Verkehrserschließung, eine Verschlechterung der Wohnsituation in kommunalen Sozialwohnungsbeständen und anderes mehr werden hingenommen, damit die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens von Groth gesichert bleibt. Groth darf bauen und die Folgekosten trägt das Land. Ob es sich um den Umbau der Gleimstraße handelt oder die Sanierung des Denkmals Gleimtunnel, ob um die verkehrliche Anbindung an die soziale Infrastruktur. Das Land ermöglicht Groth exorbitante Wertsteigerungen seines Grundstücks, aber nichts davon wird abgeschöpft. Selbst die Kosten für den Anteil von 120 Sozialwohnungen, die Sie ja eben hervorgerufen haben, die Groth schlüsselfertig als Lärmschutzwand an den Rand stellen soll, die 7,68 Millionen Euro, das ist ein tilgungsfreies Darlehen des Landes Berlin. Groth zahlt keinen Cent und subventioniert keinen Cent die Sozialwohnungen. Das sind Kosten, die das Land Berlin trägt. Die Kita, von der Sie gesprochen haben, die Kita kriegt nicht das Land. Ich weiß nicht, was Sie gelesen haben. Die Kita, die baut Groth und sie bleibt sein Eigentum. Er muss sie 10 Jahre nutzen und danach kann er das Grundstück verkaufen. Das Land kriegt hier nichts, Frau Spranger. Und weil Sie ja vorhin gestöhnt haben, als ich gesagt habe, es wurden nicht alle unsere Fragen beantwortet. Also was da an Unsummen noch auf den Haushalt zukommt, das konnte uns der Senat bis heute nicht sagen. Aber wir sollen heute über diesen B-Plan abstimmen. Und all das wegen eines fragwürdigen Nebengeschäfts. Zur Erfüllung von Pflichten des Landes aus dem Jahr 1994 gegenüber der Allianz-Stiftung greift das Land die 6,5 Hektar für die Mauerparkerweiterung von Groth ab. Das ist das, was der Kollege aus der CDU-Fraktion hier so gelobt hat. Dafür schenkt das Land ihm das Baurecht. Und zwar mit voller Baumasse. Abstandsflächen, alles egal, mit voller Baumasse. Sowas sieht das deutsche Planungsrecht nicht vor, Frau Spranger. Es geht hier auch nicht um Ausgleichsmaßnahmen für die erheblichen Eingriffe Groths in Natur und Umwelt. Meine Damen und Herren, dass nun ausgerechnet die Groth-Gruppe der Partner bei diesem unzulässigen und fragwürdigen Koppelgeschäft ist, kann man nur unter Berliner Verhältnisse und der Hauptstadt von Korruption und Filz verbuchen. Groth weiß, wie es in Berlin läuft. Er saß schon 2012 mit am Tisch, als der Mauerparkvertrag verhandelt wurde. Die Grundlage für diesen Deal. Meine Damen und Herren, das Ganze stinkt zum Himmel. Und da wir uns an einem denkwürdigen Tiefpunkt der Berliner Stadtplanungskultur befinden, haben wir auch eine namentliche Abstimmung beantragt. Sie haben recht, Frau Spranger. Alle Abgeordneten mögen sich hier ganz individuell zu diesem zweifelhaften Deal verhalten. Nicht, dass in ein paar Jahren wieder alle sagen, ach, wie konnte denn das passieren? Heute übernehmen alle Sie Ihre konkrete Verantwortung für den Vorgang.